Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrauzeitung Panorama aus Rinkenberg. Wir haben für euch die vermeintliche Wolfsichtung auf der Gemmerenalp. Der Thomas Knutti fordert Massnahmen. Wir tauchen mit euch ein in die einzigartige Welt von der Aareschlucht. Und das 10. internationale Holzbildhauer-Symposium zu Brienz, für das sie sogar Gäste aus Brasilien oder Indien angereist. Vor diesen Top-Stories jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Die Weltbesten messen sich in Gstaad. Von Mittwoch bis Sonntag messen sich zumindest in der Bergkulisse die besten Beachvolleyball-Teams der Welt. Das Turnier findet nach Corona wieder im gewohnten Rahmen statt. Sabrina Boss wirft sich in EM-Endkampf. Die Zigriswilerin hat sich an der U18-EM in Jerusalem für ein Finale der besten 12 Athletinnen qualifiziert. Im dritten Versuch hat sie den Speer 48,53 Meter weit geschleudert. Durchgehend zweispurig während der Sommerferien. Wegen der Bauarbeiten zwischen Interlaken und Brienz hat die A8 teilweise einspurig geführt werden. Diese Einschränkung soll während der Sommerferien aufgehoben werden. Sie war wirklich Wolf auf der Gemmerenalp. Zwei Frauen wollen dort ein Wolfsrudel beobachtet haben. Der Thomas Knutti, Präsident der Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren, der fordert darum jetzt eine Massnahme. Er sieht Mensch und Tier in Gefahr. Gemmerenalphorn, Wolfsichtung, im Moment Stand der Dinge, wie sieht es aus? Ja, momentan hoffe ich, der Kanton sei jetzt am Prüfen, ob da wirklich ein Wolfsrudel vorhanden ist in dieser Region Gemmenalphorn. Es ist auch eine ganz wichtige Wanderroute. Und sonst müsste man so schnell wie möglich die Bevölkerung informieren, die Nutztierhaltiger informieren. Es besteht dort eine gewisse Gefahr von einem Wolfsrudel. Und es hat ja schon Angriffe auf Menschen, hat er vorher gesagt. Es hat es tatsächlich schon gegeben, das darf man nicht außer Acht lassen, das kann passieren. Ich hoffe natürlich, es passiere nicht in unserer Region oder im Berner Oberland speziell, das wäre natürlich schlecht. Aber man kann es sicher in heutiger Zeit nicht mehr ausschliessen. Notfallplan wäre, innerhalb von 24 Stunden eine Abschussbewilligung zu bekommen. Ja, wir haben den Antrag gestellt beim Regierungsrat des Kantons Bern. Wir sind der Meinung, wir müssten beim Bundesrat vorstellig werden und erzwingen, dass man Notmassnahmen ergreift. Bei Corona hat man das auch können. Wir konnten innerhalb von 2 Tagen sagen, das Restaurant bleibt jetzt zu. Also müsste man hier bis im Herbst können Notmassnahmen ergreifen und sagen, wenn wir wirklich einen Wolf haben, der wirklich grosse Probleme macht, dann muss man innerhalb 24 Stunden entscheiden können. Dann muss man jetzt abschiessen können. Von den Bergen geht es jetzt in eine Schlucht. Genauer gesagt in die Aareschlucht. Die ist vor Tausenden von Jahren vom Aaregletscher geformt worden und lockt heute unzählige Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an. Wir tauchen mit euch ein in das Naturwunder im Berner Oberland. Wir sind hier bei der Zentralbahn auf unserer wunderschönen Strecke von Interlaken nach Aareschlucht West. Unsere Strecke ist bei jedem Wetter ein wunderschönes Ausflugsziel. Ob es regnet oder ob es schneit oder ob die Sonne scheint, so wie heute. Bei einem kleinen Hunger oder einem kleinen Durst kann man im Bordrestaurant gerne etwas trinken. Verpflegung ist dort gewährleistet. Unser nettes Bistro-Personal schaut gerne zu euch. Als Zugbegleiterin erlebt man auf dem Zug immer ganz viele verschiedene Abenteuer. Sei es, ob man bei einem Tourist darf schöne Auskunft geben oder ob man neue Menschen lernt kennen. Manchmal kann man auch jemandem helfen, der vielleicht gerade ein bisschen verloren ist bei unserem Fahrplan und man dann kann Tipps und Tricks erzählen. An ein Erlebnis, das ich mich immer sehr gerne erinnere, ist, als eine indische Familie auf unserem Zug war und fest traurig war, dass sie zu spät waren für auf eine Titlis. Ich konnte ihnen dann sagen, was sie als Alternative machen können und habe ihnen das auf unserer neuen Erlebniskarte gezeigt. Sie waren sehr glücklich, dass sie im Anschluss an unsere wunderschöne Fahrt von Interlaken auf Meiringen die Aareschlucht besuchen konnten. Der Tag war gerettet. Wir sind hier in der Aareschlucht. Die Aareschlucht ist eine Perle der Natur im Haslital im Berner Oberland. Ein Aareschluchtbesuch eignet sich für Jung und Alt bei schönem und bei weniger schönem Wetter und wenn es ganz heiß ist, ist es eine wunderbare Abkehlung in der eindrücklichen Natur. Für Familien mit Kindern haben wir einen Themenweg, einen Wettbewerb um die Familie Tatzelwurm unter dem Titel Citronella und Tazzi feiern Geburtstag in der Aareschlucht. Man kann Verschiedenes in der Schlucht entdecken, Fragen beantworten und zuletzt gibt es eine Preisverlosung.
Die Nachhaltigkeit ist ebenfalls wichtig, ist sehr wichtig. Wir leben in der Natur, wir leben von der Natur und wir setzen alles daran, setzen, dass wir die Natur ursprünglich erhalten können. Das heisst, in der Aareschlucht setzen wir nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit im Swiss Sustainability Programm nachleben. Der Steg wird mit Brettern aus einheimischem Holz gemacht. Das Holz wird sogar in der historischen Sage Schwarzwaldalp wird das gesagt. Wir haben ein Augenmerk auf die Biodiversität, indem wir versuchen, Pflanzen, die Insekten und Tiere zu fördern und zu schützen. Und ein wichtiger Teil ist auch die Kinder, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Kommen die Aareschlucht, es ist ein Tag wert. Vor Aareschlucht geht es jetzt an Brienzer See. Dort, in Brienz, findet nämlich das 10. internationale Holzbildhauer-Symposium statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sind aus der ganzen Welt angereist, zum Teil sogar aus Indien oder Brasilien. Holzbildhauer-Symposium ist eine Woche, wo von der ganzen Welt Holzbildhauer nach Brienz kommen und von Dienstag bis Samstag verschiedene Figuren schnetzen, wie man in Brienz sagt. In erster Linie möchten wir ja ein bisschen die Holzbildhauer-Kultur den Menschen näher bringen und kulturelles Schaffen ist sicher immer etwas Wichtiges, auch in der Schweiz. Und es ist halt mal etwas ganz anderes, was man im Kulturbereich bieten kann. Wir haben dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum. Und mit diesem 10-jährigen Jubiläum gibt es ein größeres Rahmenprogramm. Wir haben heute Dienstag haben wir den Folkloreabend, am Mittwoch haben wir Salsa. Am Donnerstag haben wir Dachs und Wolfman und am Freitag ein bisschen Rap und am Samstag dann ein bisschen Rock. Das ist ja eine Allerweltsveranstaltung. Hier kommen Leute aus Brasilien und Indien. Wieso trifft man sich da in Brienz? Brienz war schon immer ein Schnitzlerdorf mit den verschiedenen Schnitzlerwerkstätten wie Huckler Wies und Chopin. Und in Brienz ist auch die Schnitzlerschule. Die einzige in der Schweiz, wo jedes Jahr ca. 12 Absolventen die Schnitzlerschule absolvieren und beenden. Ja, am Brienzer See wäre es heute sicher nicht schlecht. Es ist ja sehr schönes Wetter und es bleibt sehr schön die nächsten Tage. Was das genau heisst, das sagen euch jetzt unsere Experten von Meteo News. So viel für heute. Uns gibt es morgen Abend wieder. Gleiche Zeit, gleicher Sender. Schönen Feierabend wünsche ich euch. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüße euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Am Vormittag da war es noch häufig sonnig. Im Verlauf des Nachmittags sind ein paar Wolkenfelder mehr aufgezogen. Der Grund war eine schwache Kaltfront. Wenn wir uns aber die Strömungsanimation anschauen, dann sehen wir ein kräftiges Hochdruckgebiet mit Zentrum da über dem Atlantik. Das nimmt dann morgen wieder mehr Einfluss auf unser Wetter. Die Luft die wird also dann schon wieder abgetrocknet. In Nacht auf morgen kann es aber speziell im Oberland ganz lokal für ein paar Tropfen länger. Sonst bleibt es aber trocken und dann wir den Mond hier zum Teil noch dichtere Restwolken, gerade in der Stadt oder im Seeland. Da gibt es aber bis am Mittag bereits einen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 13 bis 14 Grad. Am Nachmittag wird es im Oberland meistens sonnig mit ein paar flachen Quellwolken. Sonst geht es mit viel Sonnenschein und blauem Himmel weiter. Und die Temperaturen die reichen zum Beispiel zu Bio rund 25 Grad. In Bern haben wir 24 Grad im Oberland. Da haben wir etwa 23 bis 24 Grad. Ja, und all die, die nächste Woche Sommerferien haben und bei uns in der Schweiz bleiben, dann wirklich das Grosse loszogen. Am Samstag da ist es nämlich sonnig, trotz ein paar Schleierwolken. Temperaturen reichen zum Beispiel zu Interlaken rund 26 Grad. Am Sonntag haben wir vorübergehend ein paar Wolkenfelder mehr, ein paar größere Quellwolken über den Bergen. Es dürfte aber trocken bleiben und die Temperaturen reichen rund 25 Grad. Und dann geht es am Montag wieder mit viel Sonnenschein und blauem Himmel weiter. Ja, und so wie es jetzt aussieht, wird es richtig heiß im Verlauf der Woche. Am Dienstag und Mittwoch haben wir 28 bis 30 Grad. Und es geht mit meistens sonnigem Wetter weiter. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend und bis morgen. Auf Wiedersehen miteinander.